herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Expertentalk hier bei Pferdewetten.de TV. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. In dieser Woche richten wir unseren Blick nach Berlin-Hoppegarten, denn da gibt es wieder einen schönen Renntag. Und wir möchten jetzt ganz besonders das Hauptrennen analysieren. Wer wird es schaffen? Wer läuft ein auf den Plätzen 1, 2 und 3? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, unsere Experten können es zumindest vorhersagen. Guido, Sebastian, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo Sophie, grüß dich. 10 Starter gibt es in diesem Rennen, in dem Hauptrennen, dem BBAG Auktionsrennen. 1400 Meter über die gerade Bahn werden gelaufen. Und jetzt möchten wir über die 10 Starter mal ganz genau sprechen. Was glaubt ihr, wen seht ihr vorne? Wir machen das einfach heute mal einzeln nach Startnummern. Wir fangen an mit dem Pferd Borev. Eure Einschätzung zu diesem Pferd? Ja, für mich der Favorit des Rennens. Ist schon dreimal in Auktionsrennen gelaufen, zweijährig im höchst dotierten deutschen Auktionsrennen, war er Vierter in Baden-Baden hinter guten Pferden. In diesem Jahr auch einmal Zweiter, einmal Vierter in Auktionsrennen. In München war er Zweiter, in Hoppegarten war er Vierter. Die Rennen waren besser besetzt, meine ich, als das Rennen am Samstag. Und er trägt zwar 60 Kilo, damit Höchstgewicht, muss teilweise bis zu 8 Kilo den anderen Pferden geben, aber er ist mit Rennen auf der geraden Bahn vertraut. Die letzten beiden Aufgaben waren zu schwer, würde ich sagen. Also die letzte Aufgabe zumindest, die vorletzte in Hamburg, das stimmt sowieso nicht die Form. Im Ausgleich 2 und ich denke, dass das das beste Pferd im Feld ist. Mhm. Und deswegen auch mein Favorit. Ulle, du widersprichst dem oder bist du dir ausnahmsweise mal einig mit Guido? Nein, wir sind es wieder mal nicht einig. Leider, aber es ist so. Es ist auch gut, dass man zwei Meinungen hat. Mir hat einfach die letzte Form in Hoppegarten über 1200 Meter in dem Listenrennen hat mir einfach nicht gefallen. War sehr ausdruckslos. Dann das Höchstgewicht von 60 Kilo, obwohl, wir haben vorhin drüber gesprochen, so viel macht es natürlich jetzt auch nicht aus, weil es sind nur 1400 Meter. Trotzdem finde ich andere Kandidaten hier ein bisschen interessanter. Mhm. Vielleicht unter anderem die Startnummer 2, Al-Lacarte aus dem Quartier von Stefan Richter mit Steven Herlin. Und dieses Pferd war zuletzt siegreich, ein bisschen überraschend, in Dresden. Ebenfalls ein Auktionsrennen und hat dort unter anderem die beiden Pferde Best Streaming und Donatella hinter sich gelassen, mhm. die Startnummern 3 und 4. Hat allerdings auch ein bisschen mehr Gewicht zu tragen diesmal. Aufgrund dieses Sieges gibt es jetzt ein bisschen Aufgewicht. Mhm. Und hier ist durchaus eine Formumkehr, wie man so schön sagt, bei uns im Bereich des Möglichen. Aber dann mit diesen 4 Pferden, die wir jetzt schon die ersten 4 Startnummern auch, haben wir schon fast die Favoritengruppe schon fast besprochen. Es gibt vielleicht noch 2, 3 andere Kandidaten, die interessant sind. Ratana mhm. ist ganz interessant, haben wir jetzt auch schon drüber unterhalten, mit 56 Kilo, Guido. War aber auch sehr schlecht letztes Mal in Baden-Baden. In Baden-Baden schlecht gelaufen. Was ich auch noch anmerken möchte, sollte davor in Köln laufen, in einem Rennen, in einem relativ kleinen Rennen. Musste da kurz vorm Start zurückgezogen werden wegen Lahmheit. Mhm. Das passt mir auch nicht so ganz, also es gefällt mir nicht so ganz, sowas. Und danach schlecht gelaufen. Die Form aus Hamburg, wo sie Vierte im Auktionsrennen war, die war natürlich sehr gut. Aber wie gesagt, die letzte Form gefällt mir nicht und ich bin ein bisschen skeptisch, auch wenn sie vom Gewicht her ganz günstig steht. Trainer Löwe auch vielleicht wieder ein bisschen Form bekommt jetzt. Aber ich sehe sie so auf zweiten, dritten Platz, muss mhm. ich sagen. Ich möchte noch was zu Al-Lacarte und den anderen. Ich wollte gerade sagen, ihr galoppiert mir hier zu schnell durchs Starterfeld. Wir waren bei Startnummer 2 Al-Lacarte. Ja, Al-Lacarte, da möchte ich anmerken, die hat in Dresden das Auktionsrennen gewonnen. Und das ist ganz kurios, die Pferde dieses Besitzers, der ist nämlich der Sponsor des Dresdner Auktionsrennen. Und die gewinnen sehr häufig dieses Rennen. Die haben, ich glaube, in den letzten 7, 8 Jahren dreimal das Rennen gewonnen. Mhm. Und danach haben die aber nicht mehr so viel gezeigt. Und dasselbe vermutlich bei Al-Lacarte auch. Zumal sie heute auch diesmal auch noch ungünstiger im Gewicht steht. Also ich habe auf das Pferd überhaupt keinen großen Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm, also doch sehr konträr bei euch beiden. Mhm. Wir haben aber ein Rennen, du hast nämlich die Startnummern 3 und 4 auch noch mit angesprochen. Wir haben ein Rennen, in dem 3 Pferde gegeneinander angetreten Richtig, sind. Richtig, wie Guido angesprochen hat, Al-Lacarte, Best Streaming und auch Donatella. Und da schauen wir einfach mal ganz kurz rein auf die letzten 500 Meter. Die Schimmelstute hier ist Best Streaming, die wird am Ende Dritte. Da haben wir das von Guido gerade angesprochene Pferd Al-Lacarte vom Stall Oberlausitz. Und ganz außen haben wir Donatella. Und dieses Rennen wird hier also im sehr engen Finish gewonnen von Al-Lacarte vor Donatella und ganz in Best Streaming. Die war an dem Tag Top-Favoritin in diesem Rennen, die wird ja knapp Dritte. Aber wir haben gerade gesehen,
Das war ein ganz, ganz enger Ziereinlauf. Und die, wie schon angesprochen, die Gewichtsverhältnisse haben sich ein wenig geändert zugunsten jetzt von Best Dreaming. Und ist durchaus eine Möglichkeit. Der Guido hat völlig recht. Dieses Rennen wird wirklich sehr, sehr häufig von dem Sponsor auch gewonnen. Und deshalb ist es durchaus möglich, dass hier à la carte auch dieses Mal keine Rolle spielt. Und gerade Bahn ist auch noch nicht gelaufen. Genau. Ist auch, für viele Pferde immer eine Umstellung. 1400 Meter gerade Bahn ist nicht jedermanns Sache. Ja. Und Borev, von Guido schon angesprochen, schon gelaufen auf gerader Bahn. Best Dreaming, finde ich, wird damit auch keine Probleme haben. Gehe ich stark davon aus. Also diese vier Pferde sind hier durchaus. Ich bin auch der Meinung, dass Best Dreaming an dem Tag in Dresden vielleicht nicht im Besitz ihrer Topform war, weil sie war eigentlich klare Favoritin, hätte normalerweise nach den Vorformen das Rennen leicht gewinnen müssen. Hm. Ich denke, dass sie mehr kann, als sie da gezeigt hat. Allerdings, Stefan Mario Hofer macht im Moment eine etwas ruhigere Zeit durch, hat aber vor 2-3 Wochen noch Riesenform. Also das kann schon schnell wiederkommen, die Form da. Also das Pferd gehört schon für mich ganz nach vorne, ganz weit vorne dabei, Best Dreaming auf jeden Fall. Ja, also die Steilform Baden-Baden war jetzt nicht so toll. Aber gut. Aber hat auch wenig Starter und Gäste. Ist auch nicht leicht in Baden. Wenn man jetzt in Frankreich die Form, die stimmt, daran sehen wir auch wieder, also der Form von Mario Hofer. Daran soll es eigentlich nicht scheitern. Soll es auch nicht scheitern. Deshalb Best Dreaming, man bekommt natürlich diesmal einen wesentlich interessanteren Kurs. Gerade für vielleicht Zuschauer, die gerade zum ersten Mal auf einer Rennbahn sind, würde ich so ein Pferd jetzt mal ans Herz legen, mal eine Platzwette abzugeben oder 5 Euro Sieg, 20 Euro Platz, so eine Kombination. Das sind so Sachen, die sollte man vielleicht mal als Einsteiger, wenn man zum ersten Mal auf einer Rennbahn ist, mal spielen. Man sollte vielleicht die Finger weglassen von Kombinationswetten, das ist immer sehr, sehr schwierig. Man merkt, wir tun uns schon sehr, sehr schwer und wir beschäftigen uns jeden Tag damit. Jetzt hier die Pferde 1, 2, 3 gerade so auf den Kopf zu sagen, wer da die ersten 3 Plätze belegt. Deshalb, das heißt ja auch Wetten und nicht Wissen. Also ein bisschen, bisschen Nervenkitzel muss ja auch dabei bleiben. Richtig, richtig. Und wenn man wirklich ein bisschen Spaß haben will und nur eine einfache Platzwette abgibt, ist jetzt so ein Pferd wie Best Dreaming meiner Meinung nach in dem Rennen die richtige Wahl. Würde ich jedem ans Herz legen. Ja. Guido mit nickt. Gutem Gewissen. Ich segne das ab. Mit gutem Gewissen. Okay, also wir kriegen von beiden Seiten ein Okay für Best Dreaming, vielleicht als Erstwetter da draußen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass die ersten 4 Pferde definitiv sehr chancenreich sind. Es gibt aber insgesamt 10 Starter. Wie sieht es denn im weiteren Feld aus? Zum Beispiel unsere Startnummer 6, Ratana, hast du gerade schon angesprochen. Haben wir schon angesprochen, so eine mögliche Kandidatin, die mit reinlaufen können. Sind wir schon bei 5 Pferden, dann wird es schon wieder kompliziert. Aber dann hört es auch schon auf, was chancenreiche Pferde betrifft. Ich denke auch, also die anderen Pferde können dann eigentlich nur von den günstigen Gewichten profitieren. Ein Pferd möchte ich vielleicht noch nennen, das ich noch nicht ganz abgeschrieben habe, ist die Nummer 8, Proud Rose. Mhm. Aus dem Stall von William Mongrier, bei dem es in den letzten Wochen riesig läuft. Hatte letztes Jahr gute Form, eine gute Form gezeigt, die wirklich gut war, im Auktionsrennen in Frankfurt war es, glaube ich. Und da hat sie eine lange Pause gehabt, sicher nicht freiwillig. Das Comeback in Bad Doberan war sie hinter Kenia, war eher mäßig. Aber kann mir schon vorstellen, dass das Pferd gesteigert sein wird. Und ich will es also als chancenreichen Außenseiter mal so nennen hier. Also wer ein bisschen Lust hat, sozusagen für eine zu pokern, Quote kann mal sagen, das wäre ein Kandidat. Gibt es sonst irgendwen im restlichen Feld? Ihr seid euch da eigentlich einig, dass sich da niemand mehr besonders abhebt, oder? Also da sind die Formen eigentlich doch zu mäßig von den anderen Pferden. Feuerfuchs, Mausleich 4, konnte er nicht gewinnen. Kenia hat auch nicht viel gezeigt bis jetzt. Golden Touch, das sind zwar, die Pferde waren mal so Dritter, Vierter, aber dann alles in sehr relativ bescheidener Gesellschaft. Rentweg hat auch nur auf Sand gewonnen, auf Gras hat er noch gar nichts gezeigt. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass da einer reinläuft. Also Rentweg wäre dann schon das 7. Pferd vielleicht. Und dann reden wir bei Kenia, Feuerfuchs, Golden Touch. Das sind dann schon die krasseren Außenseiter in dem Rennen. Dafür gibt es natürlich dann auch dementsprechend die Quote. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte lieber mal ein bisschen volles mehr Risiko gewinnen und man sagt, ich möchte lieber 200-300 Euro gewinnen mit relativ geringem Einsatz für 10 Euro Sieg, dann ist man natürlich bei Pferden wie Kenia, Golden Touch oder Feuerfuchs genau richtig. Dann darf man sich aber auch nicht beschweren, wenn man dann natürlich im Zieleinlauf sein Pferd hinten und nicht vorne sucht. Ist natürlich dann das Risiko, was man eingeht. Deshalb
wer gerne Risiko eingeht, dann lieber so ein Pferd wie Kenia oder Feuerfuchs. Und wer so ein bisschen sicher geht, der sollte vielleicht dann sich auf die Favoritengruppe dann ein bisschen besinnen. Und ich empfehle, wie gesagt, bei Streaming einfach mal Platz zu wetten. Ist, glaube ich, eine ganz ordentliche Wahl in dem Rennen. Jetzt sagst du gerade schon, wer ein bisschen auf Nummer sicher gehen möchte, soll sich an den Favoriten orientieren. Wir haben gerade schon gehört, dass ihr so in ganz groben irgendwie wisst, wer dazu gehört, aber euch nicht hundertprozentig einig seid über den Einlauf 1, 2, 3. Sebastian, ich würde dich zuerst fragen, wen siehst du auf Platz 1, 2 und 3 in der richtigen Reihenfolge, bitte? Also bei Streaming, wie schon erwähnt von mir, ist für mich, man fährt für den ersten Platz. Startnummer 3. Richtig, ja. Dahinter gehe ich mit Donatella, einfach auch aufgrund der guten Steilform von Uwe Stech, Josef Boyko im Sattel. Und auf Platz 3 gehe ich mit, das ist schwer. Ja, ich gehe mal mit, du musst dich entscheiden hier. Ich gehe mal mit Ratana auf Platz 3. Okay. Guido. Ja, bei mir sieht die 3 Wette folgendermaßen aus. Anders auf jeden Fall, ja. Das sehen wir schon am Blick. Wie meistens. Erster die 1 Borev. Zweiter die 3 Best Dreaming. Und auf dem dritten Platz habe ich dann auch die 6 Ratana. Okay, jetzt bin ich ja gespannt, wer von euch beiden recht behält. Nichtsdestotrotz, man kann nicht nur schöne Wetten platzieren bei einem Renntag in Hoppegarten, sondern es gibt natürlich auch immer ein Rahmenprogramm, dass man auch mal als ganze Familie hingehen kann. Sebastian, du hast auch die Seite mal aufgerufen von der Rennbahn in Hoppegarten. Unter anderem für die Kleinen gibt es auch jede Menge Programm, nämlich Kinderschminken, Erlebnisbauernhof und meinen persönlichen Favoriten Kuhwettmelken. Ja, also liebe Kinder, wer da draußen mal Lust hat, probiert es einfach mal aus, da kann man es machen. Und man findet auf der Seite aber auch ganz zweckdienliche Hinweise. Wer zum Beispiel noch nie da war und sagt, ich möchte das schöne Wetter am Samstag in Berlin-Hoppegarten mal ausnutzen, der sollte auf jeden Fall mal auf der Website vorbeischauen. Denn was gibt es da alles zu sehen? Richtig, dann gibt es immer tolle Informationen zum Renntag selber. Natürlich auch Anfahrtswege. Hoppegarten ist ja jetzt nicht gerade mitten in der Stadt, sondern man sollte sich vielleicht auch ein bisschen informieren. Auch rundum sind Informationen zu erhalten. Unter anderem auch unser Expertentalk hier, den man sich dort noch anschauen kann. Das sind alles Dinge, da kann man einfach vorher mal einen Blick drauf werfen, sich informieren. Tickets kann man auch bestellen. Also das Rundum-Sorglos-Paket. Richtig, genau. Man muss auch mal ganz klar dazu sagen, dass Hoppegarten sich in den letzten Jahren, ist mir, glaube ich, Guido einer Meinung, extremst verbessert hat in den ganzen öffentlichen Auftreten. Und es ist eine tolle Rennbahn, es ist ein Erlebnis und es wird auch immer sehr, sehr viel geboten, wie du schon erwähnt hast, für die kleinen Kinder, für die Erwachsenen. Wirklich, da passiert was und das ist auch ganz, ganz wichtig im Rennsport. Und wir kriegen, so Gott will, auch noch schönes Wetter am Samstag für die Rennen, also auf jeden Fall einen Besuch wert. Wer jetzt sagt, ich schaff's vielleicht nicht nach Hoppegarten, ich gucke mir die Rennen bei pferdewetten.de an, möchte mich aber austauschen mit anderen Leuten. Da gebt ihr auch noch eine Möglichkeit und vor allem für tolle Bonusaktionen und so weiter. Da sollte man einfach mal auf die Facebook-Seite schauen. Was gibt es da bei euch alles? Richtig, bei uns gibt es tägliche Informationen zu den Rennen, zu den Quoten. Wir haben Bonusaktionen, auf die wir natürlich immer täglich hinweisen bei Facebook. Und ganz, ganz wichtig, wie du schon erwähnt hast, vielleicht ist man gerade unterwegs oder man schafft es nicht mehr an den Wettschalter in Berlin-Hoppegarten. Auch kein Problem, denn wenn man sich bei uns registriert, hat man auch die Möglichkeit, bei m.pferdewetten.de einfach auf seinem iPhone oder Smartphone seine Wetten zu platzieren. Also einfacher geht's nicht. Und wenn man vielleicht gar keinen Blick mehr hat oder man möchte gerne sehen, wo die Pferde sich gerade befinden und man hat kein Fernglas zur Hand, dann schaut man sich das Rennen einfach auf der Bahn auch noch parallel im Livestream an, parallel an. Also es ist ja alles möglich heutzutage. Da bleiben ja keine Wünsche mehr offen. Guido, so ging es dir auch in Baden-Baden. Als kurze abschließende Frage unseres heutigen Experten-Talks. Du warst beteiligt an einem Pferd. Was Gott sei Dank, ziemlich weit vorne eingelaufen ist. Wie fühlt sich das an? Ja, schön. Natürlich war das erste Mal, dass ich ein Pferd in Baden-Baden als Starter hatte. Hat direkt gewonnen, die Dorietta. War eine tolle Sache. Ich bin dann auch wie verrückt aufs Geläuf gelaufen. als wenn das jetzt ein Grupperennen gewesen wäre. Hab mich sehr gefreut. Beim zweiten Mal hat es nicht ganz geklappt. Da war sie Vierte, ist aber auch super gelaufen, finde ich. Und jetzt ist das Ziel Platin-Handicap im Oktober. Da müssen wir dann gegen Pagan Warrior laufen, da wird er mal endlich mal verlieren. Sehr gut. Okay, er steckt sich gute Ziele. Das Gefühl, was du gerade beschreibst, mit dieser Freude zu sagen, super, ich habe das geschafft, so kann es Ihnen auch gehen, wenn Sie vielleicht auf das richtige Pferd setzen. Wir hoffen, wir haben ein bisschen wieder dabei geholfen mit unserer Analyse des Rennens in Hoppegarten am kommenden Samstag. Ich danke euch für die Analyse und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich Hals und Bein bei Ihren Wetten. Viel Spaß in der Sonne und toi, toi, toi. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier beim Expertentalk. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.